Dadurch wird der Zug Widerstand höher und der Bremswagen wird für den Traktor schwerer zu ziehen. Jetzt hier in der kleinen Standardklasse beim Gold Edition von Michael Hamprecht kann man das wunderschön sehen, wie dieser silberne Kasten hinten auf dem Bremswagen immer weiter nach vorne rutscht. Dadurch das Gewicht auf die Kufe verlagert, die Reibungskräfte unter der Platte sind natürlich viel höher als die Rollreibung der Räder. Und irgendwann wird der Bremswagen zu schwer und dann muss er anhalten oder bekommt die rote Flagge. Das nennen wir dann einen Full Pull. Jetzt seht ihr das hier. Rechte Hand nach oben. Mehr Drehzahl. Noch mehr Drehzahl. Immer noch mehr Drehzahl. Reicht noch nicht. Höher, höher, höher. Und jetzt lasst er die Kupplung springen. Er hat die Kupplung springen lassen. Und das war jetzt hier wieder das Problem. Es muss die Kupplung, die drückt extrem. Die möchte raus. Da muss man richtig mit Druck gegenhalten und sie nochmal so 5 bis 10 Meter schleifen lassen. Bei 7000 Umdrehungen. Also... das ist nicht einfach, Leute, das sage ich euch.